Schönen guten Tag. Sie sind hier heute hier für eine Ohrenreinigung plus Spa. Ja, Sie können sich schon mal hinsetzen. Ich werde einfach mal alles hier vorbereiten. Okay, dann als allererstes werden wir erstmal in Ihre Ohren reingucken. Einmal ganz still halten. Gucken wir einmal. Ja, ich sehe schon, warum Sie heute hier sind. Dann werde ich jetzt auch schon mal anfangen, ein bisschen groben Dreck und Schmutz wegzumachen. Nicht erschrecken. Sehr gut. Auf der anderen Seite. Direkt einsteigen mit einem normalen Pinsel. So. Okay. Auf der anderen Seite einmal den groben Schmutz einfach abbürsten. So. Das sollte erstmal genügen. Werde ich anfangen, mit diesem kleinen dünnen Pinsel, der ist ganz dünn, schon mal den etwas kleineren Schmutz zu entfernen und es zu reinigen. Auf der anderen Seite einmal. Moment. Sehr gut. So. Dann als nächstes werde ich mit dieser Pinzette groberen Schmutz entfernen. Also einmal ganz still halten. Und ja, das kann jetzt ein bisschen sich komisch anfühlen, aber es sollte eigentlich entspannend sein. So, das wäre das Erste. Dann werden wir den restlichen, am Ohr entfernen mit diesem breiten, sehr soften Pinsel. Einfach so ein bisschen Brush. Genau. Wie oft machen Sie denn eine Ohrenreinigung? Nicht so oft. Dann werde ich jetzt ein bisschen Luft in Ihre Ohren pusten, damit der Rest weggepustet ist. Am besten einfach so das Ohr hinhalten. So, genau. Das sieht gut aus. Dann einmal werde ich Ihren Gehörgang mit dieser Bürste hier einmal sanft reinigen. Aufpassen, es ist ein bisschen. Das ist nicht schlimm, oder? Ist das okay? Ja, wir finden das auch sehr entspannend.
Fall empfehlen, hier häufiger vorbeizukommen. Einfach aus dem Grund, weil wenn man das regelmäßig macht, ist es erstmal nicht so unangenehm und es ist auch schneller. Und wenn sie regelmäßig bei uns in Behandlung sind, dann kriegen sie auch so eine Art Bonus, weil es meistens dann nicht so lange dauert. Mhm. Diesen Pinsel werden die Ohren immer abgebürstet. Okay, Sekunde. Auf der anderen Seite. Okay. Genau, einmal ganz. Das ist ja nicht. Ist ja ein ganz weicher Pinsel. Dass sie damit einfach. War das meiste schon weg. Dann als nächstes, und ich glaube, das ist auch der intensivste Teil, werden wir mit dieser Zahnseide in das eine Ohr reingehen und aus dem anderen Ohr quasi wieder rauskommen, um einmal so alles innen, drinne und zwischen zu reinigen. Mhm. Ja. Okay, dann werde ich einmal das in ihr Ohr einführen. Das sollte eigentlich gar nicht kaum bemerkbar sein. Hoppala. So. Und jetzt werde ich mal gucken, ob das auf der anderen Seite schon raus ist. Moment. Okay. Sehen, ob das. Und ja. Eine Sekunde. Ah ja. Hoppala. Okay. Merken Sie das? Ja, das sollte sich ein bisschen, sollte ein bisschen kribbeln, aber eigentlich sollte es nicht wehtun. Ist das okay? Sehr gut. Dann nehme ich das jetzt einmal vorsichtig, hoppala, vorsichtig wieder raus. So. Sehr gut. Prima. So, eine Sekunde. Jetzt werden wir noch mit ein paar Q-Tipps den äußeren Bereich der Ohrmuschel noch einmal säubern. So. Okay. Dann einmal das Ohr hinhalten. Okay. Einmal den äußeren Bereich säubern. Ganz ruhig halten, einfach ganz still halten. Es ist auch gar nicht mehr so viel. Also das Gröbste haben wir schon abgemacht. Ebenso, ja. Genau, jetzt nochmal auf der anderen Seite. Okay, hier ist ein bisschen mehr. Aber das ist gar nicht mal so viel. Dann, okay, Sekunde. Hier ist noch ein bisschen. Okay, ja. Okay, dann sind wir durch damit. Und jetzt beginnt auch schon die Spa-Session. Also der sehr, sehr angenehme Teil. Dafür werde ich mir jetzt erstmal meine Handschuhe anziehen. Ich werde gleich ihre Ohren anfassen müssen. Und das ist besser, wenn man Handschuhe trägt. So.
ganz wenig von dem Öl nehmen. Nur ein klitzekleines bisschen. So. Jetzt aufpassen. Jetzt einmal vanieren. Schön massieren. Genau. Ihr könnt sich auch ruhig ein bisschen zurücklehnen und entspannen. Ja, und das ist halt auch mal der Teil, an dem die meisten Kunden einschlafen. Das ist ganz normal. Ist völlig in Ordnung. Vor allen Dingen nach der Zahnseide durch den Kopf. So. Das knockt viele Leute aus. Und dann sowas Entspannendes so hinterher. Das ist schon cool. Okay, einmal die Ohren schön greifen. Massage. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nochmal die Ohrläppchen. Genau. Und äußern. Und dann halt auch hinter. Genau, hinter den Ohren. Hinter den Ohren. Sehr gut. So. Jetzt, nachdem wir jetzt das Olivenöl auf ihre Ohren gemacht haben, werden wir jetzt noch ein Peeling mit diesem Peeling-Handschuh machen und die restlichen Hautzellen an den Ohren, die übrig sind, die toten Hautzellen, zu entfernen. Genau, also auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite. Sehr gut. Das ist halt auch so ein bisschen wie ein Peeling zu sehen. Okay. Jetzt lassen wir das Ganze noch ein bisschen einwirken und dann nehmen wir das einmal ab. Ganze jetzt eingewirkt ist, tragen wir den Rest mit einem Wattpad ab. Okay. Einmal falten. Okay, und dann ganz vorsichtig. Hoppala, hopps. Okay. Andere Seite. Wir das abgetragen haben, gibt es dann noch einmal, ja, als Finish quasi diese Feder, mit der wir einmal so, ja, ein bisschen die Nerven stimulieren an den Ohren. Es ist eigentlich ziemlich lustig. Es kitzelt ein bisschen, aber es ist nicht unangenehm. Es ist nur ein ganz leichtes Kitzeln. Auf der anderen Seite. Ich finde, das ist immer ein schöner Abschluss einfach. Zu guter Letzt haben wir jetzt nochmal einen Gehörtest, damit wir hören können, also damit wir testen können, ob wir auch gute Arbeit geleistet haben. Sie sagen mit einmal, ob dieser Becher, also einmal Augen zu gleich, ob dieser Becher weit weg ist oder noch dran ist, okay? Alles klar, einmal Augen zu. Weit weg, genau. Mal Buchstaben oder Zahlen in das eine oder das andere Ohr reinflüstern und sie sagen mir,
welche ich gerade geflüstert habe. Okay? Okay, alles klar. R72D. R72D, genau. 8RZU. 8RZU. Sehr gut. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Ich würde Ihnen wirklich empfehlen oder ans Herz legen, hier regelmäßig herzukommen. Wie gesagt, es gibt auch Rabatte, wenn Sie regelmäßig Stammkunde sind. Und ansonsten wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag noch.